wird eine Top-Aufnahme, Leute. Ich habe immer noch strikt, hallo. Wieso ist das auf einmal so? Dein Internet funktioniert nicht mehr. Da wird der Stylus nicht mal in der Lobby angezeigt, hier bei den Freunden. Ist ja auch nicht mein Freund. Okay. Ich lade jetzt einfach Floyd ein. Lieber Floyd zweimal als Chris einmal nicht. Kein Fall, ich habe NAT-Typ strikt, da kann ich eigentlich zu nichts verbinden, aber ich versuch's mal. Okay, gut. Das ist ein richtig fetter Balken jetzt bei mir in Outer City, ne? London Docks wollen wir jetzt? Nee, der Gustav, nee. Also Berlin-Gedöns hier? Oder? Ja, also doch London Dock. Das ist 15 Punkte, Leute, das geht jetzt nur bis 15 Punkte. Dann starten wir gleich, hast du eine Waffe? Aber wir wollen die gleiche Klasse spielen, ne? Hm, okay. Das wäre vielleicht besser, ja. Spielen wir die Grease Gun. Nicht so scheiße. Okay, die Grease Gun nehmen wir, ne? Mhm, mit schnell ziehen. Oder willst du die Aufsätze selbst machen? Nee, Aufsätze kann jeder selbst, das ist nur Grease Gun wichtig. Ist klar. Du willst es also wirklich. Aber kein Rapid Fire, ne? Auch wenn du es sehr gerne drauf machen würdest. Max? Ja, dann nicht. Okay, bist du bereit? Warte, eine Sekunde noch. Es geht los. 12, 11, 10. 10 mit runter. Free for all Flag Tower. Herzlich willkommen zum nächsten Türchen des Adventskalenders. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der ohne ein ganz bestimmtes Video in der Black Ops 3 Season vielleicht jetzt gar nicht mehr hier wäre. Der gar nicht mehr unter uns weilen würde. Wir begrüßen heute... Soll ich jetzt meinen Namen sagen? Ja. Weak Stylus. Wo spielt diese Map hier gerade? In welcher Stadt befinden wir uns, Stylus? Hast du Auswahlmöglichkeiten für mich, damit ich nicht so dumm dastehe? London, ne? Ja. Oh. Ah, jetzt habe ich die Minimap nicht angebracht. Egal. Ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ist eine andere Folge. Ja. So, und das hier. Oh mein Gott. Weißt du, wie lange wir jetzt aufeinander suchen werden? Ja. Also, ich bin irgendwo in der Mitte. Oh, scheiße. Also an deiner Stelle würde ich nochmal beenden und die Ding gerade anmachen. Okay. Abbruch, Leute. Hast du nicht den ersten Kill? Hast du nicht das letzte Mal gespeichert? Sogar mit Elias? Was hab ich? Du hast doch den Game Mode sogar gespeichert, als du mit Elias gespielt hast. Ja, aber ich hab nicht gecheckt. Also immer wenn ich ihn auswählen will, dann macht das nicht dasselbe irgendwie. Ich weiß nicht, also. Also du kannst du mir. Ja, ist egal, du bist jetzt zerfickt. Aber bei Sweeping hätte ich ja richtig geile Plays. Du machst eh gar keine richtig geilen Plays, weil du mal anmerken. Aber es geht jetzt doch. Ein zweites Mal los. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Warte, ich kann auch auf meine Aufnahme gucken. 26 Minuten 21. Nach 26 Minuten geht das Spiel los. Wo befinden wir uns hier, Stylus? Das müsste London sein. Ne? Das ist immer noch London, ja? Die Hauptstadt Amerikas. Ja, das... Egal. Okay, ich nehme erstmal eine PPSH-Klasse. Mhm, ja. Kill everyone. First player to reach the score limit ends the game. The top three players win. Ah, die haben das jetzt geändert. Okay. Aber da gewinnen wir ja immer. Eigentlich bist du immer ein Gewinner. Ich bin so durch. Wie gesagt, Leute, ich kann nicht gleichzeitig auf die Minimap schauen und gucken, wo die Gegner sind. Das lernen wir noch. Ich werde gerade angerufen. Einen Moment, warte. Ja, geh mal dran. Oh, jetzt ist dann aufgelegt. Schade. Warte, machen wir nochmal. Ruf mal kurz zurück. Ja, wer ist das denn? Antonia. Ja, hallo? Ja, es ist mir relativ spät, glaube ich. Oh nein. Wo bist du denn gerade? Also ich bin jetzt von der ersten Autobahn runter, also ich kann halt nur mit 80 fahren die ganze Zeit. Ja, ist okay, ist nicht schlimm. Ich nehme gerade mit Chris auf. Ist kein Problem. Ja, ist nicht schlimm. Sag dann, wenn du da bist. Ja, also ich denke mal so Viertel, halb fünf vielleicht. Viertel, halb fünf. Ja, ist gut. Ja, also auf jeden Fall nach vier. Also wirklich Horror. Ja, wir haben es ja nicht so mit der Zeit. Chris und ich auch nicht. Okay. Gut, fahr vorsichtig. Ja, fahr auf euch. Tschüss, bis dahin, schöne Grüße. Mach ich. Tschüss. So. Als du gesagt hast, dass du mit mir aufnimmst, die so bei jedem anderen wahrscheinlich, oh cool, bei mir. Oh. Sorry. Tut mir leid. Ja, das ist der typische Rotschopf-Headglitch. Oh, das war. Ich schaff halt keinen Brain in 1 gegen 1, musst du wissen, ne? Ja, also so 4 gegen 4 suchen zu stören, kenne ich keinen besseren Deutschen. Aber 1 gegen 1 halt, ne? Das lernen wir nochmal, Max. Ja. Irgendwie bin ich halt zu dumm, um die ab. Die. Ich weiß nicht, warum ich zu dumm bin. Man sieht doch auf der Map, wann genau der Gegner da ist und sowas. Da kann man doch. Ja, aber guck, ich habe jetzt in dem Moment jetzt hier gerade. In dem Moment habe ich genau dann die auf die Map geguckt, als du rausgekommen bist. Mann, das ist doch scheiße. Wie lange ist man denn hier in dem Game One-Shot?
da ist 4er KD weg. Ja. Ekelhaft. Ekelhaft, Max. Ekelhaft. Hoffentlich schmeckt die. Das ist kacke, irgendwie laggig. Nein. Mhm, ja. Nein. Also dafür, dass ich meine Scuff-Sticks nicht drauf habe, spiele ich eigentlich ganz gut. Oh, shit, man. Hast du gerade weitergeschossen auf meine Leiche? Nein, ich wollte nur sicher gehen, dass ich den Punkt habe, dass die Nazi-Zombies. Oh, ich glaube, ich habe das Video nicht monetarisiert, ich habe Nazi gesagt. Ah. Ja, gut, dass wir mit Grease Gun machen. Ja. Wie gesagt, also du darfst auch immer noch cringe Fake Reactions machen, wenn du darauf Bock hast. Oh, da habe ich dich mega tot gefickt. Also so richtig cringe? Ja. Okay, jetzt weiß ich nicht. Ich habe mich gerade fast für der eigene Nate geholt, Leute. Ah, weg hier. Oh. Du hast dich so. Oh. Da kommen die Competitive Skills raus. Ich bin's mal wieder, Elias. Hühnchen, neues Video für euch. Oh, hä? Wieso bist du nicht gestorben? Hast du gesehen? Richtig viele Leute haben in meinem Kommentarbereich Elias mega abgehatet. Hä, wieso das denn? Weiß ich nicht. Die haben gesagt so, oh, voll der arrogante Hurensohn. Ja, schön, er hat halt die ganze Zeit gesagt, ja, ich fick dich jetzt und sowas. Tschüss. Manche haben mir dann auch geschrieben so, ey, ja, ich habe auch die anderen Videos auf seinem Channel gesehen. Der ist ja wirklich so. Wir haben gedacht, der tut nur so, aber der ist ja wirklich richtiger Hurensohn. Elias ist nun mal so. Der ist so. Stylus ist so eine kleine Version davon. Nein, ich bin eigentlich ganz lieb. Ich tue immer so, als wäre ich böse. Du hast was Schönes, Feuer. Hexen müssen brennen. Okay. Hast du ihn verstanden? Okay. Weil du hast ja da wird die Minderheitenkarte gezogen. Ja, die hätte ich eigentlich schon viel öfter ziehen können. Oh, da habe ich... Ach, du bist schon da hinten, ich... Oh, ich hab... So, mit der Scheiße. Ich komme mir vor wie so ein kleines Kind, das man immer so verarscht beim Fußball oder so. Den man so Snickers hinwirft und dann wegzieht. Ja. Das ist auch scheiße, ne? Das ist nicht cool. Ich muss kurz die Klasse wechseln. Kein Wunder, dass du nichts triffst. Du spielst mit Rotpunkt und dann noch dieses hässliche, fette Kreisding in der Mitte. Ja, schnell ziehen bringt nichts, wenn du die ganze Zeit rennst. Ist die ekelhaft. Ne, wenn du ganz kurz... Achtung. Oh, sorry. Ja, genau, sorry. Sorry. zur Pro-Tipp. Ich weiß, ich habe das von Apathy auch gesehen. Der aufhört zu rennen ganz kurz und dann erst ins Visier. Ja, ja. Genau, weil dann funktioniert das Ganze wieder. Aber Apathy hat das auch von mir, so by the way, ne? Ja, ich weiß. Ich habe auch Scum getischt. Ich glaube, der hat auch die Dark Matter-Tarnung nur durch deine Tipps erreicht. Wenn wir doch jetzt hier schon bei einem 12-5 stehen, würde ich sagen, unterhalten wir uns doch mal über irgendwelche politischen Themen. Was beschäftigt dich denn so auf YouTube im Moment? Auf YouTube beschäftigt mich, dass manche Leute immer noch Black Ops 3 Videos bringen. Ja, das hat mich irgendwie auch. Aber dann halt trotzdem sagen, ja, World War 2 ist nicht schlecht, aber die alten Call of Duty sind viel besser. Halt. Wow, die Älteren. Du hast mich gerade fast outplayed, aber dann, ja, halt irgendwie doch nicht. Ich schieße jetzt nur noch aus der Hüfte, wenn es dir hilft. Und schalte. Wenn ich den Gunfight gewonnen hätte, hätte ich gelacht. Hä, wie hast du denn geschossen? Ja, aus der Hüfte. Oh, okay. Ja, da kommt irgendwie gar keine Kugel an. Je näher du mir kommst, desto dämlicher ist es, ne, Max? Aber du kommst doch nicht von alleine her. Oh, no. Ich will wieder ein bisschen fangen. Achso, Fake Reactions, ne? Fake Reactions habe ich jetzt wieder komplett vergessen. Oh nein, Max, holt auf! Oh, fuck. Ich hab überhaupt nicht gelassen. Ey, wisst ihr, die Waffe halt irgendwie auch voll schnell alle, habe ich das Gefühl. Ja! Die Waffe ist voll schnell alle, habe ich das Gefühl. 30 Schüsse, voll niedrige Feuerrate, aber die Waffe ist voll schnell alle. Ja, wenn man so viele Leute tötet, wie ich das mache. Ja. Das war definitiv aus der Hüfte. Herzlichen Glückwunsch, sei das. Das war nicht der letzte Kill. Vogel. Das war was? Das war gar nicht der letzte Kill. Das war's mit diesem Video, Leute. Lasst ein Like da, wenn ihr nochmal Styler sehen wollt. Gebt ihm ein Dislike, wenn ihr ihn auch so scheiße fandet wie Elias. Ich überlasse dir das Schlusswort, wie immer. Im Nachhinein könnt ihr gerne über Wix Charlies Amazon-Link einkaufen. Als kleines Weihnachtsgeschenk für ihn.
Und falls ihr ganz viel Entertainment wollt, dann könnt ihr auch am besten UX nicht Gaming auf YouTube besuchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sondern am besten einfach das Video wegklicken, Like da lassen und schlafen gehen. So, wir wünschen euch noch wunderschöne Träume. Und eine erholsame Weihnachtszeit. Eine